So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Das leuchtet so verdächtig, aber ich glaube, dass man da nicht rein kann. So. Hopp. So. Ja, wem das hier kaputt macht, ist mir noch schleierhaft. Dann wir bräuchten irgendwo so eine rot leuchtende Kugel, ne? Ach, die waren aber doch hier oben, oder? Ich weiß nicht, wie lange kann ich die mit mir rumtragen? Kann ich das überhaupt? Das kann ich nicht rüber. Wirklich? Ja, das sieht eigentlich schon so aus, als ob ich das schaffen könnte. Aber scheinbar. Nee. Scheinbar geht das nicht. Ich brauche Hilfe. Weiß ich nicht, wie das gehen soll. So. Na, hallo. Du kriegst, was du verdienst. Den Tod. Nervös, Jedi. Ha, du bist schwach. Dann probier's doch. So. Wer ist hier der Verräter? Aua. Ich vergaß. Jetzt stelle ich mich ja besonders dumm an, kann das sein? Ich fühle mich viel besser. Danke. Konnte ich hier hinten jetzt nicht noch irgendwas machen? Oh Gott, ist mir viel zu weit. Wo sind wir denn? Hier. Hier konnte ich noch irgendwas machen. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, ich sehe schon, hier ist bestimmt wieder irgendeine. Das hier braucht zum Zurückkommen. Irgendein Viech oder so. Oder nicht? Was ist das hier? Muss auf jeden Fall irgendwie schaffen, die Dinge zu aktivieren. Das kann ich schon, sagt er mir. Ja, von da drin. Und wie komme ich da rein? Kapiere ich schon wieder nicht. Kann ich da hoch? Nee. Hä? Hier kann ich aber noch was machen. Ach ja, schau mal einer an. Also okay, ich kann die Dinger tatsächlich relativ weitläufig holen und machen. So, genau. Jetzt können wir hiermit nämlich interagieren, dann kommen da noch Lampen runter. Oder auch nicht. Kapiere ich jetzt nicht.
Ne? Was? Ach, sonst wären sie mir hier weggezogen worden. Scheiße. Lass mich hier doch. Lass mich doch irgendwas schummeln und abkürzen. Okay, das auch nicht. Okay. Dann laufen wir halt ganz gemächlich hier durch. Mit dem Feuer diesmal. Scheiße, hier regnet's. Da gehen die aus. Hm. Macht es natürlich etwas schwieriger. Es war so schwierig, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wie das gehen soll. Er sagt mir aber, ich kann das. Wenn ich den Knopf hier nochmal drücke, geht das da an. Hört dann hinten der Regen auf? Sehe ich nicht. So weit weg. Ne, auf jeden Fall nicht. Gut, dann wollen wir es auf jeden Fall aushaben. Wie kriege ich jetzt den Regen aus? Ah, ich kann es bestimmt da oben reinwerfen, oder? Das könnte natürlich sein. Schwierig. Nö. Das hat mich jetzt selber irgendwie verwirrt, was da passiert ist. Wir müssen nur noch 100 davon kaputt machen. Das war jetzt wieder zu hoch. So, gleich nochmal versuchen. Das war zu niedrig. Das, wenn nicht die Lösung ist, dann verschwende ich ja ganz schön viel Zeit. Das ist die Lösung. Sehr gut. Ich wollte schon an mir zweifeln. So, dann haben wir hier noch eine Truhe. Will ich jetzt aber auch das, was Cooles drin ist. Willst du nachsehen? Was ist das, BD? Menzeslackierung. Tierkreis. Bummler. Also die Menzeslackierungen sind alle schon eher hässlich. Ist mir aufgefallen. So, aber dann wären wir hier fertig. Haben wir hier so ein seitliches Geheimnis gelöst. So. Ach, ich muss hier noch mal hoch. Ich wollte gerade sagen, warum sind da keine Schnüre mehr? So. Warum? Hast du es jetzt genau ausgelassen? Warum hast du es jetzt genau ausgelassen? So. Okay, wunderbar. Hätten wir das hier geschafft. Ich will eigentlich hier runter. Okay, hier nehme ich so hin. Um genauer zu sein. Ja, weil hier drin kann ich einen Haufen machen. Hier kann ich es nicht durch, hier gehen sie kaputt.
So. Da ist nochmal so eine. So, jetzt konzentriert, aber geschafft, wunderbar. Die hier drüben kann ich irgendwie, meinst du? Okay. Hier regnet es auch. Scheiße. Bin ich ganz ehrlich, kapiere ich ein Stück weit wieder nicht. Weil hier kriege ich keins durch. Und die gehen mir einfach aus, oder? Ich kann sagen, das ist ein Zweck der Übung. Aber auch nirgends durchwerfen. Aber hier, wenn natürlich offen wäre, dann. Ach, das funktioniert doch. Das hat gerade irgendwie nicht so. Ach. Ich habe es hier unten auch mit dem probiert, aber das ist ein Ich oder Macht. Ich depp. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Symbol des Respekts. Kerzen wurden häufig als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung für den Weisen Mikdrill entzündet. So, jetzt muss ich zweimal da oben treffen. Erstmal sollte es aufspringen. Oder auch nicht. Noch Hinweisfragen. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Okay. Gibt ihr mir noch einen? Ach nee, du lebst noch. Wenigstens hat man hier immer zwei Versuche. Okay, das war zu weit. Oh nee, das ist, denke ich, gar nicht so schlau. Das sollte schon da bleiben. Ah, das sollte nicht da bleiben. Wieder ab hier. Wieso sind eigentlich die anderen immer direkt kaputt gegangen und die hier halten ungefähr alles aus? Mein Gott. Das sollte reichen. Achso, wenn man die drüben erst dagegen schmeißt, man muss nicht direkt treffen. So, heute wieder eine Rätselfolge eigentlich. So, dann können wir hier hoch. Das ist doch super. Und haben das die nächste Sphäre. Perfekt. Macht es ins Erhalten. Getötet wegen Diebstahls einer Opfergabe. Überrest ein Sam. Okay, das hat er gerade gesagt. Nichts Neues dabei. So, den Gang. Fertissimo. So. Und darauf habt ihr hier nicht geschossen. Die haben sie nämlich doch auch hingeschossen. So, die Kugeln wollen wir höher machen. Dann wollen wir wieder nach oben wahrscheinlich. Denke ich mir. Den hier ignorieren wir einfach geflissentlich.
Wir wollen uns kurz ausruhen. Hilft ja alles nichts. Hier regnet es auch. Also so draußen geht auch nicht von da. Naja, da waren doch irgendwie viele Gegner, gell? Naja. Hä? Sturmtruppler Verschwindibus, wie mir scheint. So. Wie schaffe ich jetzt, dich da dagegen zu werfen? Okay, im Wasser gehen sie kaputt. Ergibt Sinn. Ne. Irgendwie muss ich sie da dagegen bringen. Warum gibt es da denn zwei Lianen? Ach, ich hätte doch da hochgemusst, damit ich nochmal rüberkomme vielleicht. Probieren wir das nochmal aus. Schauen uns das da oben nochmal an. So. Kann ich nicht einfach irgendwo den Regen abschalten? Das wird die Rätsel ein bisschen leichter machen. Das habe ich nicht gesehen. Hier waren Lianen. Müssen von der Seite was dagegen werfen. So. Du bist eine Bedrohung und musst aufgehalten werden. Da bin ich ganz bei dir. Halt nicht hier dran springen kann ich nicht. Was ist das für ein Gefühl, gejagt zu werden? Du kannst dem Imperium nicht entkommen. Findet einen Weg zu ihm. Okay, das geht nicht. Ah, vielleicht können wir es von hier da hinten reinwerfen. Ich werde dich besiegen. Gerade! Das kannst du nicht lange machen. Ich kriege dich. Das war gar nichts. Was war das gar nicht? So, okay, unser Ziel ist es, wir nehmen von hier eine, komm, und wir versuchen sie da hinten reinzuwerfen. Keine Ahnung, ob das geht. Oder warte mal, ich muss sie von hier... Wenn das Ding unten ist, darüber schmeißen, kann es sein. Die Idee hätte ich noch. So. Hier nochmal hoch. So, hier dann nochmal rauf. Und dann, wenn wir zwei rüberschmeißen, könnten wir uns die Kiste holen und das da unten wahrscheinlich machen.
Oder hätte ich das gar nicht runterfahren müssen? Oh nein. Ach, wie nervig. Und alles nochmal. Okay. Ach, schon ein bisschen nervig hier, dass man es immer neu hochklettern muss. Ist natürlich dumm gewesen, wenn das von hier auch geht. Oder ist der Witz, dass von hier geht? So. Krieg ich noch eine? Ja, hier, wunderbar. Holen uns mal die zwei. So. An den einen schmeiße ich einfach darüber. Das war jetzt kurz, Patrick. So, wir hätten hier 9. Hallo. Irgendwie knapper als gedacht. So. Kommen wir jetzt einfach nochmal ein paar, damit wir mit zwei Fahrer auch ein bisschen verkacken dürfen. Nein? Okay, wir werfen euch hier runter. Warte, was? Sogar kaputt gegangen. Nö, ist auch nicht gut. Das war doch meine Lösung. Scheiße. So, ich werde jetzt noch ein bisschen rumsuchen. Und der Part ist eh vorbei. Das Rätsel lösen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.